So, dann einen recht schönen guten Abend bzw. guten Morgen, wer das Video erst am nächsten Tag abhört, denn es ist ja schon wieder 21.45 Uhr. Ich bin wieder zurück, habe meinen Urlaub genossen. Ich war jetzt nicht groß im Süden, sondern ein bisschen Deutschland bzw. Österreich besucht. So, dann kommen wir auch, das ist jetzt erstmal der kurze Rückblick zu den letzten Chartanalysen, die ich veröffentlicht habe. Und anschließend gibt es noch ein zweites Video, was ich halt dann separat eben hochstelle mit neuen Analysen. Aber einfach eben auch zum Überblick, beziehungsweise auch für nachher für die neuen Analysen ist es eben gut, die alten eben aufgerufen zu haben. Da kommen wir eben ganz kurz zum DAX, zum S&P und zum Dow Jones. Dow Jones konnte man hier durch den Short-Verkauf im Gewinn und das Nachziehen des Limits auf Einstand noch einen Gewinn rausziehen. Und das war ja, wie gesagt, im Video noch wichtig, dass das vor dem Urlaub so war, weil es natürlich, wie man sieht, hier komplett antizyklisch war, hier der Short-Einstieg. Aber nichtsdestotrotz war das hier eben auch ein Gewinn. Der Dow Jones ist dann über den Abwärtstrend ausgebrochen, auch über die Daily-Marke knapp. Allerdings dann ist er zurückgekommen. Und jetzt das, ja, sag ich mal, das Komische, das oder Witzige hier, das ist jetzt hier auf eine Analyse gemünzt vom 11. März. Ja, wieso ich jetzt hier das eben aufrufe, es war, hier war eigentlich eben so der Abwärtstrend, was eigentlich auch nicht richtig an den Kerzen war. Allerdings eben so eingezeichnet. Und wenn man jetzt den aktuellen Chart anschaut, vielleicht hatte ich eine Vorahnung, ist wirklich tatsächlich der S&P 500 Index genau an die Linie. Also der ist jetzt nichts mehr nachbearbeitet. Kann man gerne hier eben nochmal vergleichen. Das ist jetzt einfach nur ein recht witzig, dass eben ich, sage ich mal, den Chart, also den Trendkanal vielleicht falsch aufgelegt habe, aber allerdings dann jetzt hier im Nachhinein vielleicht doch goldrichtig. Also der S&P 500 Index ist im Trendkanal geblieben und wie man eben hier sieht, mit beiden Wochenkerzen nahezu exakt dort abgeprallt. Zum DAX gab es ja nicht wirklich was mehr zu bereden. Da wollte ich keine neue Position eingeben. Das maximale obere Kursziel lag eben bei 10.270, 80, also zwischen 250 bis 300 Punkten. Und da ist der Index hat es nicht erreicht, aber allerdings war eben hier jetzt auch kein bestimmtes Setup mehr da. Hier sieht man jetzt ein paar Gaps. Und die untere Linie bei 9.490 hat hier noch eben eine alte Linie, ja, exakt halt gehalten. Wie gesagt, dazu nachher mehr. Jetzt kommt man noch kurz zu den Forex-Sachen. Einmal zu den erfreulichen. Hier das Kauflimit war goldrichtig. Die Kurse, also die Pfeile sind auch nicht geändert worden. Zwischenzeitlich waren eben 200 Pips möglich. Das hätte natürlich jeder oder sollte jeder den Stopp nachziehen oder auch über dem Nix, also über ein neues Hoch verkauft haben. Hier ist wirklich die Kursspitze von diesem exakt auch erreicht worden. Und ja, ist eben dann wieder zurück zum Kauflimit gekommen. Und ja, wie gesagt, sollte eigentlich jeder definitiv mit Gewinn rausgekommen sein. Da wird jetzt nichts Spezielles am Montag mehr kommen. Das dürfte jetzt hier womöglich eine Bewegung eben abgeschlossen sein mit dem neuen Hoch. Ist halt nicht ganz zu dem Kursziel von 7,8 gelaufen, aber wenn man jetzt hier die Wegstrecke von dem Ausbruch bis hier nimmt, wir haben ja hier deutlich immer wieder hoch verkauft, tief gekauft, also für Analysen, also nichts im Nachhinein gesagt, sondern alles ja hier öffentlich geschrieben, kann jeder nachlesen, also hier sind deutlich mehr Pips erwirtschaftet worden als
als wenn man die Position direkt gehalten hätte. So, aber egal. Setup vorbei, ist ja auch ein nur Setup von vielen gewesen. Chevron ist der, hat den Stopp eben nicht erreicht, aber allerdings auch nicht an das Kursziel beim zweiten Down-Move. Auch hier war geredet, besprochen worden, definitiv Short-Gewinne hier mitzunehmen, Teilgewinne. Also fällt dieses Setup auch weg. So, dann kommen wir noch erstmal, ja, das ist jetzt hier leider eben ausgestoppt worden, des Morphosis, aber im Gewinn. Da habe ich auch noch ein Goodie am Start, wenn ich hier meine alten Top DAX Top 7 Werte aufrufe, also ein Desktop, war hier eben auch die Morphosis genannt, wurde ja auch hier getradet. Und gut, hier ist es der erste Move, ist ein bisschen nicht ganz so hoch gelaufen wie gewünscht, aber wenn man jetzt hier diesen Pfeil nimmt, zack, also da war eben Kursziel knapp unter 50 benannt worden, eben auch wunderschön erreicht worden. Manche Sachen passen halt perfekt, aber wie gesagt, alles ist hier nicht wie gewünscht gelaufen, das ist klar. Zum Beispiel hier eine Evotech ist hier unter den Stopp gefallen. Oder auch eine Twitter. Hier ein knapper Stopp, beziehungsweise knapp unter den Stopp halt gefallen. Jedenfalls hier einmal im Tagesschlusskurs definitiv. Andernfalls war es immer knapp. Und zack, Fresenius, das ist auch noch ein richtiges, ja, spektakuläres Setup. Da hat man frühzeitig das Kauflimit platziert. Gerade mal, ja, 7 Cent, glaube ich, waren es, ist nur drunter gegangen. Und den, nach dem grauen Pfeil ist es hier zwar nicht ganz hier auch das Gap geschlossen, aber in den Bereich vorgedrungen. Und das zweite könnte noch ausstehen, aber allerdings hier ist womöglich auch schon was zu Ende gegangen. Aber jedenfalls, die Fresenius hält sich gegenüber dem DAX sehr gut. Kann man jetzt sagen, natürlich voraussehbar, aber vom Chartbild einfach sehr gut. Solange es eben über dem, der Kurs über dem Rainbow sich gehalten hat, war es relativ, ja, klar, beziehungsweise ein gutes Setup definitiv. So, zu Silber. Hier ist leider eben auf Schlusskursbasis, ob jetzt 4 Stunden oder auf Tagesbasis, ist es nicht, ja, ist es eben nicht groß in Gewinn gelaufen. Zwischenzeitlich lag man im Plus, allerdings jetzt liegt man wieder auf, würde man auf Kauflimit liegen, aber man ist ja hier ausgestoppt worden. Anders Gold. Jetzt ist das Setup. Kleinen Moment. Das Gold-Setup war hier mit den angegebenen Stopp. Das andere war es, weil das nur die ausführliche Analyse. In diesem Bereich hat man gekauft. Kauflimit lag hier bei 1,225. Der Stopp bei 1.192. Und hier ist das Setup noch am Laufen und man ist im Gewinn. Das lasse ich erstmal auch noch so, aber dazu eben dann in dem anderen Video mehr. Das war es jetzt erstmal mit dem Rückblick und ich mache mich jetzt an die neuen Prognosen. Danke erst einmal, bis später oder bis zum nächsten Video.